Vincenzo Grifo spielt inzwischen bereits zum dritten Mal beim SC Freiburg, ist ein wichtiger Anker beim derzeitigen Höhenflug der Breisgauer und hat die Hoffnungen auf die auf 2021 verschobene EM mit der italienischen Auswahl noch hinten ab. Hat Imago Images. Diese Pleite war eine Niederlage, die auch der ehrgeizige Vincenzo Grifo gut verkraftet. Der Torwart trat er gegen Quentin Fauli an und der Kapitän des Südwestregionalligisten Rot-Weiß Koblenz traf. Der Offensivspieler des SC Freiburg blieb hingegen trefferlos, wie zuvor auch seine Mannschaft bei Werder Bremen. Nur Bremen stand sehr tief. Sie haben uns nicht die Räume gegeben, dass wir mit Tempo auf die Kette zulaufen und gefault werden, sagte Grifo im Gespräch mit Moderator Sven Voss im Zuge des aktuellen Sportstudios des ZDF am späten Samstag. Letztlich war das 0:0 in Ordnung. Es wäre auch cool, so ein Spiel mal 1:0 zu gewinnen, aber wir jammern nicht, wir haben 31 Punkte und sind da. Glücklich ist Grifo auch darüber, dass er nun schon zum dritten Mal beim Sportclub spielt, nachdem er aus dem Breisgau zunächst zu Borussia Mönchengladbach und dann zur TSG Hoffenheim gewechselt war, bei der er auch schon früher gespielt hat. Ich hatte tolle Vereine mit Hoffenheim und Gladbach, aber bin nicht so zum Zug. Freiburg hat mich wieder aufgebaut, mir die Chance gegeben aufzublühen, so Grifo. Ich möchte das zurückgegeben, was sie mir gegeben haben, viel Liebe und viel Letzteres habe ihm vor allem Trainer Christian Streich geschenkt, der eine große Rolle für ihn spiele, auch weil er ihn tagtäglich besser machen möchte. Auch wenn ich schon 27 bin und einiges gesehen habe im Fußball, er ist außergewöhnlich und es macht Spaß, mit ihm zu Grifos kicken Erinnerung, obwohl er seit dem Sieg bei der TSG Hoffenheim Anfang Januar nicht mehr selbst getroffen hat und auch nur noch eine Torvorlage beim Heimsieg gegen den BVB beigesteuert hat, ist Grifo mit 7 Toren und 5 Assists weiterhin der Topscorer der Freiburg. Seine Grundlagen hat er nicht im Nachwuchsleistungszentrum gelegt, sondern auf dem Bolzplatz in der Pforzheimer Nordstadt, wo das ZDF auch einige seiner Jugendfreunde befragte, die weiterhin engen Kontakt zum mittlerweile berühmten Mitkicker hatten. Er hat fast immer gewonnen, egal mit wem er gespielt hat, berichteten sie. Und Grifo würde gerne mal wieder einen Tag lang zurückspulen, das war so schön. Man hatte wenig Sorgen, einfach nur kicken. Das hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich jetzt. Aus dieser Zeit habe er unter anderem die Ellenbogen und die Emotionalität mit in den Profifußball. Erst die Bundesliga, dann die EM-Hoffnung. Er musste sich auch hochschuften, auch wenn es nicht so aussieht, wenn er spielt, sagte Streich in einem Einspieler über seinen Schützling. Aber wenn man genau hinschaut, dass es Grifo in die italienische Nationalmannschaft geschafft hat, macht er offenbar nicht nur ihn selbst glücklich. Es war sein Traum, in die Squadra Azzurra zu kommen. Und mein Traum war es auch ein kleines bisschen, erklärte der SC Grifo wiederum. Dank des vor allem Gott, dass er mir die Chance und das Talent gegeben hat. An eine mögliche EM-Teilnahme mit Italien möchte er aber lieber noch nicht zu viele Gedanken verschwenden, sondern wie mit dem Sportclub von Spiel zu Spiel denken. Auch wenn sich das vielleicht langweilig anhört, das gelte in Freiburg trotz 31 Punkten und Platz 8. Es sei zwar völlig legitim, dass man als Profi auch von internationalen Spielen träume, aber der Verein wolle erstmal den Ball flach halten. Wir spielen eine sehr gute Saison, sind hungrig und geben jeden Tag und lesen sie auch. Vincenzo Grifo über seine ungewöhnliche Ausbildung. Meine Mutter und mein Vater haben gesagt, Junge, spinnst du eigentlich? Daniela Frahm, so lange laufen die Verträge der Bundesliga-Trainer.